Das Wasser ist überall. Es dringt in Häuser, Büros, Schulen. Bis zu 2 Meter hoch steht es in der Innenstadt von Jakarta. Kein Durchkommen für Menschen und Fahrzeuge. Ich bin wirklich traurig. Ich versuche, meinen Laden zu erreichen, aber es gibt einfach keine Möglichkeit mehr hinzukommen. Keine Bahn, kein Motorrad fährt. Ich bin verloren, werde es aber weiter versuchen. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Die Armen haben am meisten verloren. Mein Haus ist komplett überflutet, bis hoch zum 2. Stock. Ich habe meine Familie und meine Kinder da rausgeholt und suche hier Schutz. Fast das halbe Stadtgebiet Jakartas liegt unter dem Meeresspiegel. In der Regenzeit treten die Flüsse regelmäßig über die Ufer. Doch es gibt einfach zu wenige Flutkanäle, damit die Wassermassen abfließen können. Und in den nächsten Tagen soll es noch heftiger regnen.